Hallo und willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Bildbearbeitung. Ich bin der Oliver und heute zeige ich euch mal meine zwei Lieblingsregler, meine zwei wichtigsten Regler im Adobe RAW Converter. Ich habe hier jetzt mal ein Fotomodell fotografiert und beim Betrachten hier am Rechner ist mir aufgefallen, dass ich hier jetzt im Gesicht etwas zu viel Licht, zu viel Spitzlicht habe. Und ja, als Anfänger könnte man dazu neigen, jetzt hier an den Belichtungsregler, Kontrastregler zu schrauben, der Klarheitsregler nach links, damit das Ganze vielleicht noch ein bisschen weich gezeichnet wird oder so. Ist gar nicht nötig. Wenn man sich entschieden hat, ein bisschen mehr Licht hier zu benutzen, kann man das korrigieren. Sehr, sehr einfach und sehr schnell, indem man hier den Lichterregler schwupp einfach nach links zieht und schon sieht das Ganze richtig schön ausgewogen aus. Richtig schön natürlich. Die Spitzlichter werden einfach hier gekappt und das Ganze sieht toll aus. Im Gegenzug dazu kann man noch jetzt hingehen und hier die Tiefen vorholen. Hier in den Haaren vielleicht so minimal. Da möchte ich es aber jetzt nicht übertreiben. Im Schatten ist es halt nun mal dunkel. Ja, und dann ist das Bild fertig. Noch ein zweites Beispiel. Auch hier nehme ich den Lichterregler ein bisschen nach links. Allerdings nicht volles Programm, sondern nur zur Hälfte. Und da das Modell im Schatten steht, werde ich jetzt hier an dem Tiefenregler ein bisschen mehr Gas geben und hole also jetzt hier die Durchzeichnung in den Haaren noch ein bisschen hervor, vorher, nachher. Und ihr seht also, dass auch dieses Bild jetzt viel ausgewogener und ansehnlicher ist. Ja, das war mein sonntaglicher Tipp zum Thema RAW-Converter. Wenn ihr was gelernt habt, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und über ein Kanal-Abo. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.